Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Mein Name ist Kip Supernova und wir gehen sofort rein in die Ameisenhöhle. Es geht weiter mit Lukas der Ameisenschreck. Viel Spaß. Uff, und wir sind wieder schwer am Arbeiten. Ja, wir müssen ja noch ein paar Eier in die Brutkammer reinschmeißen. Das haben wir letztes Mal in der Eile vergessen. Und jetzt können wir nämlich auch Steine hochheben. Und rumtragen, natürlich. Was wir hier jetzt auch dann tun. Ja, mal nochmal Rolle vorwärts und Rolle rückwärts. Nein, Rolle vorwärts. Und jetzt, jawohl, Lukas, zeig, was du kannst. Steine hochheben und natürlich auch ablegen oder werfen. Können wir eigentlich auch auf eine Ameise drauf werfen? Das wäre ein bisschen sehr gemein. So, und den zweiten Stein auch noch, weil wir müssen beide Steine wegwerfen, damit wir darüber springen können. Der bleibt gar nicht auf der anderen Plattform liegen da vorne. Sehe ich gerade. Huf! Und alle hopp. Wir brauchen nämlich den Kristall. Dann haben wir jetzt 3 von 100. Und wir brauchen natürlich auch das hier. Und wie gesagt, wir müssen es hochheben und runtertragen oder runterwerfen. Weil durch Gegenstände einfach nur durchlaufen, das wäre nicht Sinn der Übung. Hui! Dafür können wir aus ziemlich großer Höhe runterspringen. So, reinwerfen und damit... Naja, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Wir müssen schon ganz genau zielen. Aber es ist Gott sei Dank völlig egal, in welchen Kanal wir hier reinwerfen, giltet alles 4. Damit haben wir die Challenge hier erreicht. Und jetzt... Ja, jetzt geht's weiter. Aha. Oh, Junge. Sieht so aus, als müsstest du nun lernen, mit dem Stock zu kämpfen. Und wir bekommen unsere ersten Gegner, ja. Das mit dem Eier einsammeln, das war ja nur eine Aufwärmübung. Jetzt bekommen wir es richtig mit Gegnern zu tun. Und unsere Gegner, was sind das überhaupt? Kellerasseln oder Käfer? Kleiner Funfact, Kellerasseln sind ja auch Käfer. Gehören ja auch zu den Käfern. Aber wir müssen gegen die kämpfen. Oh, wir haben nur noch 3 Lebenspunkte. Aber das, was hier rumliegt, das sind Lebenspunkte, wo man einsammeln kann. Ihr seht schon links oben, wenn Lukas verschreckt guckt. Das bedeutet uns Gesundheit. Geht ihr flöten. Wenn man weiß, wie ich spiele, vor allem wenn ich Ori spiele oder so, weiß man, dass ich immer sehr viele Lebenspunkte brauche, weil für so etwas bin ich oft, ich will nicht sagen zu doof, aber ja. Ah, süße Steine füllen den Energiebalken sofort auf und die gelben immer nur 1. Oh, das ist auch gut zu wissen. Ist ja aber auch logisch. Gut, dass da genug rumliegt. Aber wie gesagt, das ist auch noch ein Tutorial. Also das ist noch nicht eine richtige Challenge. Das ist noch Tutorial, wo man praktisch die Handhabung der Steuerung und so weiter kennenlernt. Wer jetzt ein bisschen verwirrt ist und denkt, hey Kip, du warst doch im letzten Video schon in dieser komischen Höhle. Ja, die kann man auch besuchen, wenn man nicht alle Steine... Ja, wir haben es geschafft! Wenn man nicht alle Eier reingeworfen hat, sondern da kommt man auch so hin. Du hast eine Goldmedaille erworben. Mission erfüllt. Dazu muss ich noch erklären, dass man auch Silber- oder Bronzemedaillen gewinnen kann. Aber ja, lass mal den Ameisen wieder das Wort. Königin gehört, Lukas. Du kannst nicht nach Hause, bis du eine Ameise geworden bist. Und ich muss eine Ameise werden, weil... Weil du unserer Kolonie in deiner Gestalt als Mensch nichts als Chaos und Zerstörung gebracht hast. Es ist Zeit, dass du die Dinge aus einem anderen Blickwinkel siehst. Auch wenn ich bezweifle, dass ein Mensch dazu fähig ist. Und was ist, wenn ich nicht will? Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und welche? Wie sagt dir sezieren zu? Also, sag mir, Hover, wie stellt man es als Kind an, eine Ameise zu werden? Er ist wohl kein großer Fan der Wissenschaft. Indem du unsere Lebensweise lernst, Lukas. Und unsere Eigenschaften annimmst. Wie das 10-fache deines Eigengewichts zu heben. Und indem du lernst, wie man als Teammitglied arbeitet.
Ganz zu schweigen vom Wände hochklettern, keine leichte Aufgabe für einen Menschen. Klingt nach einer Menge Arbeit. Du hast recht, das wird es sein. Also machen wir weiter. Ja, jetzt haben wir ein bisschen gesagt gekriegt, was wir tun müssen. Ich wollte noch sagen, je nachdem, wie gut wir so eine Challenge hier absolvieren, bekommen wir eine entsprechende Medaille. Also es ist auch möglich, Silber oder Bronze zu bekommen. Ich glaube, das hat was mit der Zeit und auch wie viele Lebenspunkte das man hat noch zu tun. Was wir hier übrigens sehen, ist die sogenannte, so etwas wie eine Ruhmeshalle. Wer den Film vielleicht kennt, da gibt es auch so eine Halle im Ameisenbau, wo an den Wänden die Geschichte praktisch hingemalt ist. So, jetzt geht's weg zur Kolonie. Hier wuselt's überall herum. Man kann die Dinger auch aufheben. Aha. Wir haben schon mal eine Waffe. Und je nachdem, was wir für einen Teil von dem Spiel absolvieren, ein Versammlungsraum, das wollte ich vorhin sagen. Versammlungsraum kann man immer irgendwie anpeilen. Es sind dann auch entsprechende Bilder an den Wänden. So, Fugax-Mission. Unerwünschte Gäste. Verteidige Kolonie vor einer Pillendreher-Käfer-Epidemie. Wenn du 20 von ihnen ausschaltest, müssten die anderen freigeschaltet werden. Ja, Pillendreher. Das werden doch jetzt nicht Mistkäfer sein oder sowas. Das sind auch Insekten. Fugax, außer mir ist niemand hier. Okay, Pillendreherkäfer überall. Lukas, wir sind nahe dran. Ist das nicht aufregend? Was soll ich da machen? Ich will, dass du einen für die Kolonie gewinnst und diese Viecher vertreibst. Bringt mich das nach Hause? Wenn du das machst, lege ich bei der Personalabteilung ein gutes Wort für dich ein. Man legt in der Personalabteilung ein gutes Wort für uns ein. Ja, das ist schön. Besiege mindestens 20 Pillendreherkäfer. Fugax, deine Minikarten. Das geht zu schnell. So, wir haben 2,5 Minuten Zeit. Ja, das ist doch eine leichte Übung für uns. Hallo Lukas, hinter dir, vor dir, hinter dir, überall. Also 20 Stück, 3 haben wir schon. Ein gutes Kampfgebrüll. Das ist gutes Kampfgebrüll. Autsch. Ist das dann ein Wassertropfen, was da gerade war? So, natürlich, Steine können wir inzwischen auch hochheben. Und das können wir zum Glück auch machen, wenn wir unsere Waffe in der Hand haben. Also es wäre jetzt echt fies, wenn wir jetzt auch noch, oder mies, fies, gemein, wenn wir jetzt auch noch die Waffe weglegen müssten, erster. Man muss bedenken, dieses Spiel ist im selben Jahr, wie auch der Film im Kino gekommen ist, nämlich aus dem Jahr 2006, meine ich. Also ist das Spiel für gut 15 Jahre alt. Oh, drücke und halte Z, um den Feind, der da am nächsten ist, anzuvisieren. Lass schnell los und halte Z, um einen weiteren Feind anzuvisieren. Also mit Z geht alles besser. Den Stacheln hier sollten wir aus dem Weg gehen. Was wollte ich sagen? Also wenn jetzt welche sagen, hey, die Grafik ist aber ein bisschen meh, weil heutzutage ist ja mit der Grafik sehr verwöhnt, was Spiele angeht. Denn soll gesagt sein, das Spiel ist eben auch schon 15 Jahre alt und damals war das, wie das Spiel rausgekommen ist, natürlich High Level, ja. Wobei der Film natürlich schöner gerendert ist. Also das ist ja aus der Zeit, wo auch schon Pixar gut im Geschäft war, mit das große Krabbeln und so weiter. Und jetzt der Film Lukas der Ameisenschreck bzw. The Ant Bully ist ein grafisch gesehen ein ganz passabler Film. Ich mache das einfach. Ich werde gerne eine Film-Review und vielleicht auch eine in Verbindung mit einer Science-Fiction-Theorie, Video, Blog und so weiter zu The Ant Bully gerne machen. Schaut gerne in meinem Blog nach, immer wieder mal vorbei. Kipps Laboratory, Link ist in der Videobeschreibung. Da schreibe ich regelmäßig Film-Reviews und Science-Fiction-Theorien oder hauptsächlich Science-Fiction-Theorien zu Filmen, also hauptsächlich zu Animationsfilmen. Manchmal ist auch Star Wars und Star Trek dabei, aber hauptsächlich Animationsfilme und Science-Fiction aus der Welt von Kipp Supernova.
Das ist aus meiner Welt. Und juhu! Wir haben die 20 erreicht und wir haben wieder eine Goldmedaille. Sehr gut. Ist das da hinten ein Wassertropfen? Bestimmt, weil Lukas sieht so aus, als ob er sich mal waschen könnte. Aber gut. Neue Missionen sind verfügbar. Und das sieht man jetzt diese sogenannte, ja, wie ich es in den Ruhmeshalle, da an den Bildern, wo die Medaillen sind. Das sind die Missionen, die wir schon erfüllt haben. Und die anderen Missionen, ja, müssen erst freigeschaltet werden. Oder wie man das kennt, ja, und spielen. Also die kann man nicht anwählen, sondern man muss wirklich Mission zu Mission erfüllen. Übrigens sehr schön. Das Spiel ist 15 Jahre alt, aber man hat sich sehr viel Mühe gegeben. Also der Bodennebel und hier Liebe zum Detail mit den ganzen Sachen da an den Wänden und auch die Hintergründe. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber der Konzeptzeichner oder Konzeptdesigner von den Backgrounds von The Ant Bully, also von dem Film, ist übrigens derselbe, wo auch von Escape from Planet Earth die Konzepte gemacht hat. Krabbeltierangriff. Das sind jetzt Zox-Missionen. Also es gibt, wir waren jetzt gerade bei Fugax, das ist Zog, das ist der Zauberer übrigens. Die Raupen sind die Gefahr, reite sie und, ja, war wieder zu schnell. Zog, der Zauberer übrigens, dessen deutschen Synchronsprecher, den habe ich kennengelernt auf der JediCon im Jahr 2010? Ne, 2014 war es. Aber dazu gleich mehr. Futterlieferanten abhängig. Ja, ein Futtervorrat, den du mit deinem Gartenschlauch und deinem sorglosen Herumgestampf für sehr beschädigt hast, Zerstörer. Sorg, er heißt Lukas. Für mich wird er immer der Zerstörer bleiben. Wie wäre es, Zerstörer, wenn du einmal etwas Gutes für die Kolonie tust, indem du uns hilfst, die räuberischen Insekten aus dem Weg zu räumen? Was springt für mich raus? Sieht immer nur seinen eigenen Vorteil. Typisch Mensch. Geduld, Sorg. Geduld. Führe diese Mission aus, indem du die räuberischen Insekten besiegst. Dann bekommst du eine besondere Belohnung. Eine, die dir hilft, nach Hause zu kommen. Na, dann her mit den Räubern. Also, rette alle 5 Raupen vor der Invasion. Und es geht wieder um die Steuerung, Lukas. Ich sag dir besser, wie du dich rollst. Du wirst es brauchen, wenn räuberische Insekten auf dich hüpfen. Ah, jetzt kommt das Rollen dazu. Ah, das können wir eigentlich ja schon. Schwing das Nukchuk nach oben auf diese Weise, um dich zu rollen. Das können wir ja eigentlich schon, diesen Purzelbaum, den wir vorhin gemacht haben, auch das Abrollen. Da können wir uns dann vor den räuberischen Insekten irgendwie in Sicherheit bringen oder so. Was wollte ich noch vorhin sagen? Ah ja, der deutsche Synchronsprecher von Zog, dem Ameisenzauberer, den habe ich auf der JediCon 2014 war das in Düsseldorf. Was heißt kennengelernt? Also, der war halt da auch auf dieser Convention eingeladen als Guest of Honor, weil er ist die deutsche Synchronstimme von Luke Skywalker. Und ja, ein Autogramm habe ich jetzt nicht von ihm. Wenn ich das gewusst hätte, dass der da ist, also da hätte ich mir da auch ein... Ja, egal. Also es war noch nicht die Zeit, wo man sich Selfies oder so hat machen lassen können, weil die Handys noch nicht so entwickelt waren. Da hatte ich noch so ein ganz billiges Nokia Schlag-mich-tot-Handy, irgendwas. Und ja, aber die JediCon, die vermisse ich schon irgendwie. Jetzt gibt es ja sehr viele Conventions, wo ich hingehe oder wo ich gerne hingehe. Morgen zum Beispiel fahre ich zu einer Dauer-Convention in Paris. Man nennt es auch Disneyland Paris. Wer mehr darüber erfahren möchte, gerne bei Marshall Doc Poppy schauen. Aber ich schweife ab. Wir sind ja hier bei The Ant Bully und wir müssen diese gelben Schädlinge. Mission nicht erfüllt. Ah, Zeit ist abgelaufen und wir haben erst 5 von 8. Ja, das ist so, wenn wir die Mission überhaupt nicht erfüllen, dann gibt es natürlich gar keine Medaille. Dann ist Essig, ja. Ja, das überspringen wir jetzt. Das wissen wir ja schon. Alle 5 Raben vor der Räuberinsekteninvasion. Also, auch noch blaue kleine Käferchen. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass das Spiel einem immer bei jedem neuen Versuch immer wieder von neuem erklärt, wie man steuert und so. Gut. Wo ist eigentlich die Zeit? Nee, ich bin da nicht davor. Komisch.
dann geht es gar nicht um die Zeit, sondern um irgendwas anderes. Ah, vielleicht bis die Schädlinge zu viel geworden sind oder so. Ja, 8 Schädlinge bekämpfen, das sieht gar nicht nach gar nicht so viel aus. Aber wenn eben die Zeit dagegen, manchmal haue ich auf einfach aufs gut Glück. Na, einer fehlt noch. Das kriege ich doch hin. Wo ist denn der? Wo ist der eine? Der eine oder keine? Hallo? Ah, da vorne? Ja. Ja, geschafft. Boah, jetzt geht's aber rund hier. Jetzt geht's aber rund. Hei, oi, oi, oi. Und alle blau. Jetzt muss ich 15 besiegen. Ja, die greifen mich auch an. Aber ich habe alle 15 besiegt und natürlich wird jetzt etwas freigeschalten. Ein kleiner Lego-Baustein wird zur Seite geschoben. So, Lebenspunkte brauchen wir keinen. Nicht so schade, der wird hochgehoben. Und wir müssen nochmal 16 Käfer. Eieiei, das ist ja hier richtig Arbeit. Ja, wie Lukas vorhin richtig gesagt hat. Boah, das klingt ja voll nach Arbeit. Ja, soll nochmal einer sagen, ja, die doofen Insekten, was machen die schon? Übrigens auch ein cooler Effekt, cooler Bug. Ja, da ist ja nicht beabsichtigt, dass wir, wenn wir einen entsprechenden Blickwinkel haben, auch ins Innere der Raupen gucken können. Ah, wir müssen die Vitalität der Raupe. Entschuldigung, die Vitalität der Raupe ist unser... Ah, ich schlage einfach mal auf gut Glück dahin, aber es fehlen immer noch 11 von diesen blauen Schädlingen. Die Vitalität der Raupe ist unser Zeitlimit, oder da läuft die Zeit ab. Und wenn das herunter ist, dann haben wir die Runde verloren. Ja, sagt jetzt bloß nicht, ja, diese Bugs, die sind, weil das Spiel halt alt ist. Nee, es gibt auch in neuen Spielen, die so stellenweise sogar richtig beliebt sind, solche komischen Bugs. Also ich habe sowas schon bei, jetzt fällt mir der Name nicht ein von diesem komischen Horrorspiel, das man mit Freunden spielen kann. Ah, ich hab einen Käfer auf der... Ja, der knabbert auch an meiner Vitalität. Na toll. Super. Ah, weg mit euch. 4 Stück noch. 4 Stück noch. Noch 3. Das muss doch zu schaffen sein. Warum liegen überall die Kerne hier rum? Und die könnte ich sogar hochheben. Aber die bringen mir nichts. Oh nein. Nein. Nein, schnell. 1 noch. Nein, die Raupe hat es gleich erwischt. Nein. Bitte. Da. Tu's. Oh, das war Rettung in letzter Sekunde. Jetzt kriegen wir es auch noch mit Wassertropfen zu tun. Soll das Regen sein oder ein Wassersprenger? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. nicht aufgepasst, aber ihr habt es bestimmt gehört, aber es ist auch egal. Ich überlege die ganze Zeit, wie dieses Horrorspiel heißt, wo auch so komische Bugs hat. Wenn mir es einfällt, dann kann es sein, dass ich es plötzlich sage. Jetzt müssen wir 20 von denen, also das ist schon ein bisschen jetzt viel hier. Das ist wirklich viel Arbeit. Jetzt müssen wir schon 20 von diesen gelben, von diesen blauen Schädlingen unschädlich machen. Oh ja, die Ameise ist ja vorhin auch gleich durch die Raupe durchgelaufen. Also die Bugs betreffen nicht nur die Spieler, sondern auch hier die Spielfiguren. Die greifen auch mich an, diese blauen Viecher. Wenn ich mich ich muss mich abrollen, dann gehen sie weg. Die hauen nicht ab, wenn das Wasser kommt, ne? Schon wieder. Autsch. Ey. Pfui. Oh, der Raube geht's gar nicht gut. Die muss ich mal ein bisschen von den Schädlingen befreien.
Aber schön, links unten sehen wir schon, übrigens als kleiner Hinweis, es gibt auch eine Karte. So, gleich geht's weiter. Hochzeitsglocken in Villa Riva und Villa Bajo. Beide Dörfer feiern mit einem Festmahl. Am Spieß schmoren die Braten. Doch dann der Abwasch. Angebranntes Fett. Villa Bajo nimmt ein herkömmliches Spülmittel. Villa Riva nimmt Feri Ultra Plus. Auf geht's! Herkömmliche Spülmittel lösen Fett langsam, Konzentrate schon schneller. Doch am schnellsten löst Feri Ultra Plus das Fett und entfernt es so leicht. Wundervoll! Caramba, vergessene Gläser. Rein ins Spülwasser. Denn selbst nach all dem Fett spült Feri sauber bis zum letzten Glas. Und während Villa Bajo noch schrubbt, wird in Villa Riva schon gefeiert. Feri Ultra Plus, das Wunder der Wunder gegen Fett. Da sind wir auch wieder zurück. Ja, die Aufnahme von der Nintendo Switch, ach Quatsch, von der Switch, von der Wii U, ist in mehrere Teile aufgeteilt und deswegen war da eine kurze Unterbrechung. Ich hoffe, ihr habt die Werbepause genossen. Trinkt auch immer dunkle Planet Cola mit 400% Zucker. Ist deswegen gut für Kinder. So, weiter im Programm. Wir brauchen nur noch zwei, müssen wir besiegen. Nur noch eins, dann haben wir es geschafft. Oh, der Raupe geht's gar nicht gut. Ich hau jetzt einfach nur noch aufs Gradwohl. Da muss doch noch irgendwo. Wo ist denn der letzte Käfer? Wo ist denn der? Da! Geschafft! Wo ist meine Belohnung? Sie ist im Moment noch nicht hier. Du musst die Teile dafür für mich sammeln und sie in mein Labor bringen. Ich gehe nicht weg, bis du mir sagst, was es ist. Vertrau mir, das ist ein Geschenk, das zu einem Zerstörer passt. Wir sehen uns in meinem Labor. So, Gegenstände werden auf der Minikarte weiß angezeigt. Und die müssen wir dann erreichen und einsammeln für Zocks Labor. Na, dann mal los. Dann mal los. Ja, links oben. Wie komme ich da hin? Ah. Klettern. Ich kann klettern. Und dafür sind diese Wandzeichnungen gut. Wir können jetzt nämlich Wände hochklettern, aber nur an den Stellen, wo diese Wandzeichnungen sind. Oh, ein Briefkasten. Wir sind ganz in der Nähe von unserem Haus. Die Wassertropfen, können wir zerschlagen? Ja. Und jetzt gibt es hier doch noch was einzusammeln. Oh, ich weiß noch, Lebensenergie, gut. Ich weiß noch, wie wir wieder darüber kommen. Ja, jetzt weiß ich's, aber der Kip aus der Vergangenheit, den wir gerade hier spielen sehen, der weiß es noch nicht. Lukas ist noch ein bisschen verwirrt. Wir wollen ihn mal nicht auf die Folter spannen. Wir wollen ihn mal ein bisschen auf die Folter spannen. Wisst ihr es vielleicht, wie man darüber kommt? Au! Platsch! Ins Wasser gefallen. Ja, ins Wasser sollten wir nicht fallen, aber das gibt bloß einen halben Lebenspunkt Abzug. Da kann man doch nicht meckern. Ja, Lukas ist sehr verwirrt momentan. Ich glaube, wir lassen ihn mal noch ein bisschen hier suchen. Ja, was machst du denn jetzt vor Bewegungen? Anheben kann man den noch nicht, der ist noch zu groß, glaube ich. Das ist auch nicht die Lösung. Wenn ihr die Lösung wisst, schreibt sie mal gerne in die Kommentare. Ich mache mal hier einen kleinen Stopp und wir werden dann hier Lukas jetzt noch ein bisschen in Ruhe suchen lassen, wie er wohl übers Wasser kommen sollte oder könnte. Bis dann, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video, wenn ich aus Disneyland Paris zurück bin. Und bis dann, macht's gut, bleibt neugierig und tschüss. Wir lassen Lukas jetzt noch ein bisschen hier spielen, ja? Tschüss.